Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Bevor es nach Prag geht, ich wollte gerade ein paar Sachen packen und dann mich kurz hinlegen, weil es so schon um 3, 4 Uhr losgeht. Sprich, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, wäre es 8 Stunden Schlaf oder so. Wobei ich eh nie so viel schlafe. Auf jeden Fall davor noch irgendwelche News wieder mal von Niantic. Brandneue News. Habt ihr wahrscheinlich schon alle jetzt gehört. Kam vorhin rein, aber ich hatte echt keinen Bock. Ich wollte was essen und. Naja, Essen fertig. Jetzt geht's zu den News. Und zwar, Kangama kommt zu uns. Und ich lese mal wieder vor ein bisschen. Ungewöhnliche Pokémon-Entdeckungen in Europa vorhergesagt. Langer Text, aber im Grunde genommen sagen die einfach nur, Kangama kommt und mehr Inkognitos. Und das bis zum 21. September. Starttermin ist nicht klar. Und am Wochenende, also da steht Wochenende vom 12. August, aber ich weiß nicht, ob das halt 12. und dann 13. wäre oder halt nur der 12. und 19. August. Also ich weiß nicht, ob die da mit dem 19. und 20. meinen oder halt nur den 19. Wir werden sehen. Auf jeden Fall an den zwei Wochenenden oder an den zwei Tagen sind in diesen Shopping Malls wieder mal von Unibail Rodamco die Module alle an. Sprich für uns Parsing, saftig farmen, wieso nicht? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Beziehungsweise letzte Woche erst, aber fühlt sich wie eine Ewigkeit an, wenn man dazwischen nicht so viel spielt. Da sind auf jeden Fall Module an. Und jetzt, da ist auch noch eine fette Liste von den Städten, wo diese außergewöhnlichen Entdeckungen stattfinden oder spawnen. Für uns natürlich am interessantesten Deutschland, Berlin. Oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sagen wir es mal so. Berlin, Bochum. Gera Deutschland, keine Ahnung wo das ist. Leipzig, Mönchengladbach, München, saftig, saftig. Oberhausen, Recklinghausen, keine Ahnung wo das ist. Und ganz oben natürlich Wien, Österreich. Und Zürich, Schweiz. Das waren so die interessantesten Sachen für uns mal, sage ich mal, die Ziele. Aber wie gesagt, da steht nicht genau, wann das stattfindet, wann es beginnt. Nur diese zwei Samstage oder Wochenenden, wo die Module an sind, aber wann diese Rare Spawns kommen werden, die Inkognitos und das Kangama, weiß man noch nicht genau. Wie gesagt, wir sind morgen in Prag. Ich glaube nicht, dass es morgen bereits ist. Aber wenn, ich hätte auch kein Problem damit, dann gehen wir ein bisschen scannen auf Kangama-Jagd in Prag. Aber ich glaube, es fängt echt erst nächste Woche an, zum 12. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich darüber ein eigenes Video machen, aber zeitlich wird das wahrscheinlich sich nicht mehr ausgehen. Und zwar in Amerika zum GoFest kam ja Skagabon. Und vor kurzem wurde in Japan angekündigt, dass Mr. Mime kommt, also Pantimos. Und bei uns gab es halt nur dieses Bild von Kangama. Und jetzt haben die es halt bestätigt, dass Kangama kommt. Weil am Anfang dachte man noch bei den Safari-Zone-Events, oder zumindest dachten die meisten es, mit denen ich geredet habe, dass wir jedes Regionale bekommen. Das wäre meiner Meinung nach ein bisschen über gewesen, aber so kriegen wir halt jeweils immer nur ein und dann müssen wir auf verschiedene Events gehen. Und das nimmt halt dann doch nicht den ganzen Reiz weg von den regionalen. Also finde ich ganz gut. Also für uns erstmal Kangama, besser als nichts auf jeden Fall. Und das Interessante ist halt natürlich die Inkognitos. Ursprünglich war ich nicht so der Fan davon, dass die so gespammt werden, weil die sind echt selten und das war echt immer cool, einen zu fangen. Eines meiner ersten großen Videos, sag ich mal, war, wo ich Inkognito gefangen habe. Und bisher alle Inkognito-Videos kamen gut an, haben sehr viele Views. Und weil es halt eben echt was Besonderes war, oder immer noch ist, aber wie gesagt, deswegen dachte ich mir, nicht so toll, wenn die jetzt so voll gespammt werden, vor allem in Chicago. Zum Glück gab es da nicht alle Buchstaben, aber ich habe zum Beispiel bei Mystic Seven gesehen, der hatte über 400 Bonbons. Da hatte ich schon echt ein bisschen Abtören drauf, aber. Aber meine Meinung hat sich geändert. Ich bin da jetzt echt nicht mehr so streng gegen dieses Gespamme von den Inkognitos. Außerdem ist es eine gute Chance, ein 100% Inkognito zu fangen. Also schauen wir mal, ich bin echt gespannt. Link ist unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch schauen, ob irgendeine Stadt in der Nähe von euch ist. Ich hoffe es natürlich für euch. Manche werden natürlich wieder leiden, weil die irgendwo außerhalb wohnen, in einem Dorf oder so. Und natürlich nicht jeder die Möglichkeiten hat zu reisen in die nächstgrößere Stadt. Aber hoffentlich leidet ihr nicht. Bin echt gespannt, wann das anfängt und wenn es anfängt, bin ich natürlich bereit. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt noch in die Kommentare, ob ihr dann
am Start seid oder ob ihr leidet. Und schauen wir mal, was im Prag so geht. Aber wie immer, liken, habe ich dir schon gesagt. Wenn ja, dann folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.